Goschen. Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und es ist soweit. Icon Swaps 1 ist in FIFA 22 am Start und wie jedes Jahr wird es dazu ein Video von mir geben, in dem ich mir das Ganze angucke und am Ende auch meine Meinung dazu abgebe. Wir werden uns angucken, welche Möglichkeiten es gibt, was die Aufgaben sind und für diejenigen, die zum allerersten Mal in FIFA Ultimate Team am Start sind und nicht wissen, was Icon Swaps ist, auch denen werde ich versuchen, mit diesem Video weiterzuhelfen und zu erklären, wie genau Icon Swaps funktioniert. Ihr seht ja jetzt hier auch schon zum Beispiel so ein Rooney, Zambrotta und Del Piero. Ja, ihr habt die Möglichkeit, diese Spieler quasi zu erspielen. Das ist nämlich Icon Swaps. Durch Erledigen von Aufgaben, und das sind spielerische Aufgaben, kriegt ihr Tokens und diese Tokens könnt ihr dann in die jeweilige SBC reinstecken, um dann eventuell so ein Rooney, Zambrotta oder Del Piero zu bekommen. Es gibt aber auch noch mehr Möglichkeiten, das gucken wir uns gleich an. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Video gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir eure Meinung zu Icon Swaps 1 in die Kommentare und was ihr vorhabt zu machen, welche Option. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal rein und gucken uns an, was es für Optionen überhaupt gibt. Und das macht man, indem man auf Squad Building Challenges geht und dann auf den Reiter Tausch. Und dann sind wir schon bei den Icon Swaps Sachen drin. Und wir sehen auch, wie letztes Jahr haben wir wieder die Upgrade Packs. 81 plus mal 25 Pack. Sprich, wir kriegen 25 Spieler mit einem 81 Plus Rating in diesem Pack und dafür brauchen wir zwei Icon Tausch Tokens. Wie wir diese Tokens bekommen, gucken wir uns gleich auch noch an. Dann die zweite Option ist 82 Plus, dasselbe Pack mit 82er Plus Rating und dafür brauchen wir drei Icon Tokens. Dann haben wir ein 83 Plus Pack, hier brauchen wir 5 Icon Tokens. Iker Casillas, die mittlere Variante ist das, glaube ich. Kann man für 6 Tokens eintauschen. Dann haben wir Baby, nenne ich Baby, den mittleren Rio Ferdinand. Baby Ferdinand wäre sogar der bessere gewesen, aber mittlerer Rio Ferdinand auch spielbar, muss man auf jeden Fall sagen. Auch ein Cassius ist spielbar, ist also bisher keine unspielbare Icon dabei. Den kriegt man für 7 Icon Tokens. Dann haben wir das Basis-Mittel-Icon-Pack, was es ja gerade auch als SPC gibt. Das kriegt man für 8 Icon Tokens. Marc Overmars, ich weiß gerade gar nicht, das ist der Prime sogar, ne? Das ist Prime Overmars, wenn es mich... Ja, Prime Icon Overmars, das ist, versteht es auch. Für 9 Icon Tokens. Ist eine Karte, die sich eigentlich immer sehr gut spielen lässt. Wenn man jetzt jemand ist, der nicht wirklich viel skillt, dann ist dieser Overmars sogar ganz nice. Für mich persönlich wäre da nichts, weil ich auf Skill Moves angewiesen bin in der Offensive. Dann haben wir ein Mid-Icon-Pack. Ein Pack, was wir bisher in diesem FIFA noch nicht hatten als SBC, wird wahrscheinlich demnächst kommen. Aber ein Mid-Icon-Pack könnte man hier für 10 Icon-Tokens bekommen. Dann für 11 Icon-Tokens Marcel Desailly, die Mid-Variante. Das ist die Variante als ZDM. Als reiner ZDM ist Desailly eigentlich nicht so nice. Man nutzt diesen Desailly eigentlich nur dann, wenn man zum Beispiel so einen Lothar Matthäus-Icon hat, den Innenverteidiger, und dann in-game switcht man die beiden. Warum Desailly als reiner ZDM nicht so geil ist, liegt aufgrund seiner Passwerte und Dribbling-Sets. Die sind halt für einen Mittelfeldspieler einfach zu schlecht, muss man sagen. Und deswegen, weiß ich nicht, hätte man hier eigentlich eher den Innenverteidiger Desailly nehmen sollen. Dann Del Piero Baby, immer eine coole Karte für 12 Icon-Tokens. Dann haben wir das 89 plus mittleres Icon-Pack für 13 Tokens. Basisstrich, Schrägstrich mit Icon Spielerwahl-Pack. Wie viele kriegen wir? Okay, wir haben hier die Wahl aus 2 Icons. Immer ganz coole Packs gewesen, auch letztes Jahr, muss man sagen. Ist aber die Frage, Baby, Schrägstrich mit Icon-Pack. Jetzt kommen langsam die Primes auch in die Packs. Und 14 Icon-Tokens, die könnte man frühestens in 30 Tagen oder so, wir werden uns das gleich nochmal angucken, könnte man das hier erspielen, weil wir haben nicht die Möglichkeit, alle Tokens auf einmal zu erspielen. Es sei denn, irgendwas hat sich geändert, das werden wir gleich noch sehen. Gianluca Zambrotta, das ist der Prime auch. Auch eine super starke Karte eigentlich immer gewesen. Macht man definitiv nichts falsch mit. Ebenfalls aber 14 Tokens, die man da ausgeben muss für einen Rechtsverteidiger. Dann das mit Prime Icon Pack. Da brauchen wir 16 Tokens für. Dann haben wir ein Icon-Player-Pick aus Baby mit und Prime. Warum haben sie Baby noch mit reingepackt? Das sind schon 17 Tokens, da könnte man auch Baby einfach mal rauslassen. Und dann Wayne Rooney, eine ganz neue Icon, ist allerdings nur der mit Wayne Rooney. Den kriegt man dann hier ebenfalls für 17 Icon
Tokens. Und ja, das sind alle Optionen. Ich finde die Wahl der Icons, die man hier bekommen kann, bin ich ein bisschen gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hätte hier gut und gerne auch einfach Babyfelden reinpacken können. Warum muss es denn mit sein? Aber bevor ich dann noch weiter meine Meinung abgebe, will ich erstmal gucken, ob wir wirklich wieder warten müssen, bis wir die nächsten Tokens erspielen können oder ob wir alle auf einmal erspielen können. Um zu sehen, was wir für die Tokens abschließen müssen, gehen wir in die Ziele rein. Und es sieht schon so aus, als wäre es bei den Meilensteinen. Macht auch Sinn, weil die Season ja nicht mehr so lange geht, die aktuelle. Und ja, wir sind es hier bei den Meilensteinen. Icontausch geht 25 Tage und 23 Stunden. Also denke ich, dass wir nicht alle Tokens bekommen können, sondern erstmal die ersten 9, weil 18 gibt es insgesamt. Und ja, wir kriegen hier 6 Stück. Den ersten kriegen wir, indem wir 6 Squad Battles Partien mit 11 Silberspielern gewinnen. Dann 6 Squad Battles Partien mit 11 Erdedivision-Spielern in deiner Startelf. Sprich, wenn wir 11 Silberspieler aus der Erdedivise haben, könnten wir die schon zusammenpacken, weil es müssen nicht mal Erstbesitzer sein. Und dann könnte man hier 2 Aufgaben mit einem Team erledigen zum Beispiel. Oder halt 11 Silber-Argentinier. Oder 11 Silber-Brasilianer zusammenpacken, wenn ihr es komplett 11 Silber-Brasilianer aus der Eredivisie, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, ob es da überhaupt 11 Silber-Brasilianer aus der Eredivisie gibt, dann können wir sogar 3 Aufgaben in einem machen. Dann haben wir 11 Erstbesitzer-Spieler in deiner Startelf. Oder man hat 11 Erstbesitzer Argentinier Silber, 11 Erstbesitzer Argentinien Silberspieler. Dann hat man auch 3 Aufgaben im einen. Wenn wir es komplett übertreiben, wenn wir 11 Erstbesitzer Silber Argentinier aus der Eredivisie haben oder Brasilianer aus der Eredivisie, könnte man sogar 4 Aufgaben in einer machen. Aber ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Ich glaube, es hakt einfach schon daran, dass es gar nicht 11 Silber argentinische Silberkarten aus der Eredivisie gibt, beziehungsweise Brasilianer. Ich denke, daran wird es scheitern. Aber wenn wir erst 11 brasilianische Silber-Erstbesitzer haben, kann man trotzdem 3 Aufgaben in einem machen. Und dann haben wir noch die Aufgabe, gewinne 13 Weekend League-Partien. Weekend League heißt Weekend League, glaube ich. Und da zählt nicht, wenn da stehen würde, gewinne 13 Foot Champions-Partien, würde auch die Quali dazu zählen, ne? Also ich glaube, es geht hier wirklich um die Weekend League. Also man muss sich für die Weekend League qualifizieren und dort 13 Weekend League Partien gewinnen, um diesen Token zu bekommen. Könnte für den einen oder anderen herausfordernd sein. Muss man aber nochmal dem Ganzen auf den Grund gehen, ob es wirklich nur um die Weekend League, ob es sich da wirklich nur um die Weekend League handelt oder ob die Quali auch dazu zählt. Aber ich glaube, das müsste heißen 13 Foot Champions Partien, damit die Quali auch dazu zählt. Bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Aber ja, das sind die ersten 6 Token. Dann der nächste Token. Da muss man 3 Aufgaben für erfüllen, um halt Cantu zu bekommen. Und ja, hier, gewinne 6 Partien im Live-Foot-Freundschaftsspiel, eine Liga und stelle dabei mindestens 8 Erstbesitzer Premier League-Spieler in deine Startelf. Dann triff in 6 separaten Partien mit Live-Foot-Freundschaftsspiel eine Liga mit Premier League-Spielern per angeschnittenem Schuss. Angeschnittener Schuss ist halt einfach mit R1 beim Schuss. Und dann das Ganze noch mit in 10 separaten Partien im Freundschaftsspiel eine Liga mit Premier League-Spielern zum Vorbereiter werden. Hier brauchen wir theoretisch keine Erstbesitzer, bei der ersten Aufgabe schon mindestens 8 Erstbesitzer Premier League-Spielern. Und dann hat man diesen Token. Das gleiche dann auch mit La Liga. Ebenfalls 6 Siege. Dann hier in 10 separaten Partien muss man einfach treffen. Und hier in 5 separaten Partien per Steilpass, also per Dreieck, mit Dreieck zum Vorbereiter werden. Dann hat man den nächsten Token, das wären dann schon insgesamt 8 Token und der 9. Token ist dann Serie A. 6 Siege, 10 Tore, 5 Steilpässe. Macht man halt dann in dem Modus eine Liga. In der Regel, beziehungsweise letztes Jahr war es immer so, First Goal Wins, also Golden Goal, man hat ein Tor gemacht und dann ist der Gegner rausgegangen. Oder wenn man selbst ein Tor kassiert hat, ist man selbst auch rausgegangen, um halt die Aufgaben zu beschleunigen. Ja, ich glaube, das, was am anstrengendsten ist, halt, oder was, weil es einfach so zeitintensiv ist, halt Squad Battles. Aber grundsätzlich sind die Aufgaben halt nicht zu schwer. Es ist halt ein Grind. Und ob sich dieser Grind lohnt, muss man sich einfach selber fragen, ob man wirklich die Zeit investieren will, um
hier aus Iconswaps was mitzunehmen. Die Tokens sind halt diese Karten, die ihr da habt. Und dann zum Beispiel, wenn ihr zwei Tokens freigespielt habt, habt ihr ja diese zwei Karten. Und die packt ihr dann einfach hier rein, gebt die ab und dann habt ihr diese Option hier mitgenommen. Wichtig, bedenkt, es gibt insgesamt nur 18 Tokens. 9 jetzt und die nächsten 9 in 26 Tagen oder was wir da gesehen haben. Sprich, wir könnten jetzt gerade anfangen zu grinden und theoretisch, wenn wir komplett durchziehen, innerhalb eines Tages alle Tokens freispielen und könnten uns dann mit 9 Tokens maximal Mark Overmars nehmen. Alles, was danach kommt, müssten wir mindestens 26 Tage für warten. Und sind wir mal ganz ehrlich, in 26 Tagen, das ist fast ein Monat, steht das Totti an. Ich weiß nicht, ob da so ein Baby Del Piero, vor allem dieser Destiny, so oder so finde ich nicht so interessant dann, ob das dann so interessant oder so ein Prime Zambrotta. Kann schon sein, dass er etwas teurer ist, auch zu dem Zeitpunkt noch. Auch der wird auch sehr gut sein auch noch. Also Zambrotta, nehme ich mal raus, ist eine super Karte. Den könnte man theoretisch mitnehmen und bis zum Ende von FIFA theoretisch auf der Rechtsverteidigerposition spielen lassen. Oder 17 Tokens für Wayne Rooney, ganz ehrlich. Es ist zwar eine neue Icon, aber 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, es ist einfach nur der Hype, weil es eine neue Icon ist. Es gibt ja mittlerweile schon so viele Special Cards, die quasi von den Stats her mit einem Rooney mithalten oder sogar vielleicht besser sind. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Es sei denn, man ist extrem krasser Wayne Rooney-Fan und man hat richtig Bock, ihn zu spielen. Klar, kann man mitnehmen. Aber ich fand, dass wir da in der Vergangenheit auch schon heftigere Spieler im letzten Slot bekommen haben, um ehrlich zu sein. Was kostet so ein Wayne Rooney gerade auf dem Markt? Der kostet 860.000 Coins. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir in dem Slot, also wirklich im allerhöchsten Slot, Icons hatten, die zu dem Zeitpunkt 2 Millionen gekostet haben. Ich weiß, wir hatten mal Moments Essien. Klar, nicht direkt am Anfang, aber in Iconswap 2 oder 3 war da auch Moments Essien drin, der zu dem Zeitpunkt natürlich über 2 Millionen gekostet hat. So, dementsprechend ist das ein bisschen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es sich lohnt, auf die Icons aus dieser zweiten Sektion zu gehen. Ich persönlich finde eigentlich immer die Packs ganz cool. Ja, also hier die Upgrade Packs, es gibt die Möglichkeit, den Verein aufzustocken mit Futter. Weil viele SBCs kommen, auch im Hinblick aufs Totti kann man diese Packs aufbewahren. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich aus diesen Packs sogar meine Tottis gezogen. Es waren zwar nur Trent Alexander-Arnold und Manuel Neuer, aber Tottis sind Tottis, die ich daraus gezogen habe. Und dementsprechend habe ich mit den Packs auch gute Erfahrungen gemacht. Jetzt hier so ein Iker Casillas mitzunehmen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist jetzt auch, ist ein Torwart. Klar, Casillas auch wieder eine neue Icon, aber der kostet auf dem Markt, kostet der überhaupt noch 300.000 Coins? Ja, 270.000 Coins. Weil, also dann würde ich lieber tatsächlich hier mein Futter mitnehmen. Vor allem, wenn das Futter jetzt auch noch ansteigt, da fährt man, glaube ich, deutlich, deutlich besser mit. Oder man gambelt halt und geht halt wirklich auf so Icon Packs. Ja, wie zum Beispiel auf dem Basismittel Prime Icon Spielerwahl. Ja, wenn man Glück hat, da hatte ich letztes Jahr auch zum Beispiel Glück und habe da einen Prime Cantona gezogen. War damals eine neue Icon, eine coole Icon auch. Ansonsten zu den Icons, die man noch, gehen wir die einfach mal ganz kurz durch. Also klar, Casillas kann man spielen, gar keine Frage. Ferdinand, der Baby ist zwar besser als der Mid, aber auch der Mid kann man auf jeden Fall spielen. Ich hätte es hier trotzdem besser gefunden, wenn sie einfach den Baby genommen haben. Vor allem, weil in FIFA 22 gefühlt jeder Endverteidiger mittlerweile 80 Pace hat. Dann gönnen uns doch wenigstens den 85er Ferdinand. Was kostet der 85er Ferdinand denn noch auf dem Markt? Gut, der 85er Ferdinand kostet fast das Doppelte vom 88er Ferdinand. Liegt einfach daran, dass er besser ist. Wenn man jetzt Bock hat auf Ferdinand, dann macht man mit ihm auf jeden Fall nichts verkehrt. Und es sind 7 Tokens, es ist halt jetzt nicht allzu schwer, ihn zu machen. Mark Overmars, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man jemand ist, der auf Skill-Moves verzichten kann, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Karte. Gut, viel Pace, 5 Sterne Weak Foot mit am Start. Aber bedenkt, ihr müsst jetzt mindestens, warte mal, 25 Tage verbleiben? Das kann doch gar nicht sein. Iconswaps sind 25, die sind 25 Tage verbleibend, aber wir können doch gar nicht alle, jetzt bin ich auf dem Schlauch. Wann kommen denn die nächsten Token? Ich bin jetzt nochmal aus Ultimate Team rausgegangen, um den Loading Screen zu haben und wir sehen es hier. Dezember 15 bis Januar 10, 9 Token und dann kommen die nächsten 9 Token. Und das Problem ist aber, wenn das jetzt nicht behoben wurde, dann laufen die ganzen Icon-SBCs ab.
bis dahin. Also das muss behoben werden von EA. Das ist ein Fehler einfach. Wir gucken mal rein. Ich war gerade völlig verwundert. Wie soll ein Wayne Rooney in 25 Tagen abgeschlossen werden, wenn wir innerhalb dieser 25 Tage keine 17 Token erspielen können? Deswegen gucken wir es nochmal rein und gucken, ob sie die Zeit da schon geändert haben. Es steht immer noch 25 Tage verbleibend. Also das muss ein Fehler sein, weil... Oder ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil das ist ja nicht möglich. Weil wir haben in diesen 25 Tagen nur die Möglichkeit, 9 Token zu erspielen. Wir haben es ja gerade auch gesehen. Die nächsten 9 Tokens kommen dann erst am 10. Januar. Und ja. Jedenfalls, was mich persönlich angeht, ich finde, die Wahl der Icons ist gemixt. Ein paar coole dabei. Ich würde sagen, dass sogar alle spielbar sind, auf jeden Fall. Außer, dass er ihn nur dann, wenn er ihn als Infanterie spielen lässt. Im ZDM würde ich ihn nicht spielen lassen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Die Icons sind auf jeden Fall alle spielbar. Sind sie zeitgemäß? Weiß ich nicht. Das war schon letztes Jahr ein Kritikpunkt. Es scheint mir auch hier viel Copy und Paste sein. Es ist nichts Innovatives dabei, muss man auch dazu sagen. Die Aufgaben sind auch Copy und Paste zum letzten Jahr. Da haben sie auch nichts Neues gemacht. Muss jetzt nicht schlecht sein. Ich will es einfach nur festgestellt haben. Ich werde wahrscheinlich auf Packs gehen. Ich werde wahrscheinlich alle 3 Upgrade-Packs mitnehmen. Das wären dann 2, das wären 5. Das wären insgesamt 10 Tokens, die ich dafür ausgeben muss. Und dann hätte ich theoretisch noch immer 8 Tokens. Und mit den 8 Tokens könnte ich dann theoretisch noch dieses Baby mit Eigenpack mitnehmen. Oder ich erspare mir einfach die Zeit und lasse die 8 Tokens offen und gehe gar nicht drauf. Ich denke, dass ich das so machen werde, weil so habe ich es auch letztes Jahr gemacht und damit bin ich ganz gut gefahren. Und wenn ihr ein Review zu einem dieser Icons sehen wollt, schreibt mir es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Da werde ich mich vielleicht dran setzen und diese Icons auch reviewen, mit Gameplays sehen und so weiter und so fort. Eventuell hilft es euch bei der Entscheidungsfindung, was ihr bei Iconswaps machen wollt. Aber ansonsten war es das mit diesem Informationsvideo zu Iconswaps. Ich hoffe, ich konnte klarstellen, was Iconswaps ist und wie man mit Iconswaps umgehen kann. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bei Fragen schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Versucht euch auch gegenseitig zu helfen. Und ich bin raus. Peace out und ciao.